Ja, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge in derselben Session, Aufnahmesession. Ich bin euer Sasunaru, mal wieder gerade am sinnlosen Rumfahren. Mit dabei unser Dark, Hallo. der Snoopy Hallo. und wie immer mit von der Partie der Zero. Ayo. Und ich bin tot. Alle Mann komplett irgendwo verteilt, der Dark gestorben, wie ihr gerade unten gelesen habt. Nein, gar nicht so verteilt sind wir eigentlich gar nicht. Ich sehe schon wieder Polizei vor mir mit meiner inzwischen getunten Karre. Und gerade habt ihr jemanden an mir vorbeifahren sehen, wie ihr einfach mal so ganz nebenbei irgendwie getötet habt. Das war ein Polizist. Und der Zero in seiner neuen komischen Karre. Ah, nö, Und die Tür gerade war an mir offen, ein glaube ich. Snoopy vorbeigefahren. Da Ja, war ein Feld mehr. wir haben uns mal gedacht, wir zeigen euch mal ein bisschen was vom Game. Mitunter also auch die lustigen Masken, wie zum Beispiel ein schwarzer Waschbär. Und Ein die Grau. lustigen Polizisten. Ja, natürlich, auch die gehören dazu. Und Ach du Gott, ey Leute, habt ihr euch schon mal diese ganzen Masken angeguckt? Ohne Witz. ja, da gibt's echt verdammt viel. Ein pinker Affe. Ach, gibt's auch die von der Heist, die ganzen Sturmmasken oder was? Beziehungsweise ein Deut mehr davon. Also wenn man das alles kaufen will, dann ist man übermorgen nicht fertig. Das stimmt. Nicht wundern, dass ich hier nur doof rumstehe. Im Die Hintergrund. Polizisten spielen noch alle nur Shotgun. Ja, im Hintergrund hört man schon wieder die ganzen lustigen Polizisten, wie sie schon wieder rumfluchen. Da Na hört du, man du sollst etwas im deine Mücken nicht Hintergrund. immer zu mir schicken, ey. Was für ein Kram, soll ich wohin schicken? Sollst deine Mücken nicht immer zu mir schicken. Tut mir leid, meine Mücken sind meistens sofort tot, wenn ich sie sehe. Ja, ich hab sie gerade gesehen, hab die Fliegenklatsche rausgeholt und sie ist weg. Ey, das ist doch nicht im Ernst jetzt. Ist der Polizist gerade wirklich gegen mein Auto gefahren? Ach komm, machen wir ein bisschen Werbung für iFruit. iFruit. Ein Zero, ein Dark, alle mal sind sie hier bis auf ein Hast du Snoopy. dasselbe Auto wie ich, Lok 4? Hast du auch gerade gefunden? Nein, ich hab's gekauft. Achso, Wie nö, ich wär's hab's denn, wenn du mal gefunden. eine Runde Achterbahn fahren gehst, also? Achterbahn fahren? Ja, Oder auch mal mit einer Maske. Riesengarten, die Aussicht da ein bisschen. Boah. Ach, Nein, keine dann werde ich Güte. mal dem Wunsch von. Können wir nicht alle da einsteigen? Das sieht im Dunkeln im Sinne auch echt schön aus da. Also. Ja, Ein da komme ich dann bisschen. auch gleich nochmal hin. Da muss ich erstmal hinfahren, während ich so hier. Für alle nicht jugendlichen Leute und alle anderen auch, ne, nicht nachmachen, also auch beim Strand auf dem Gehweg fahren, das ist totales Tabu, das ist so falsch wie verkehrt. Macht das alle nach, nicht? Pass auf, am Ende machen sie es noch. Also ich habe doch gesagt, macht das alle nach, nicht. Und dann heißt es wieder, die bösen, 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 bösen Gamer. Sind Das ist wieder an allem schuld. Was ist, wenn man es schon gemacht hat? Na, dann ist man. Oder so wie ich zum Beispiel irgendwo sinnlos gegen die Wand preschen. Also über den Strand zu fahren, muss ich schon sagen, macht Spaß. Boah, eine Maske, Alter, 13.000, ey. Mit einem gegebenen Strandbuggy oder mit einem Quad ist das auch erlaubt. Das stimmt. Ja, das So, stimmt. woher kriege ich jetzt das tolle Ticket für die Achterbahn? Ach, da hinten. Hast du das noch nie gemacht? Nope. Können wir nicht mit dem Turm hier fahren? Als ich das Kannst auch ins einmal. Riesenrad. Ja, als ich das eine Mal Riesenrad machen wollte. Ach, das ist der X-Exit. Hier, Enter, Exit. Enter. Man sollte lesen, Enter. Weg da. Das Ey, ist du nicht Vordrängler, Entry. anstellen! Never, never! Wer zuerst kommt, mal zuerst. Okay, das Ding ist eh gerade weg. Da kommt es! Ah, wartet auf mich. Ich sitz vorne, ich sitz vorne! Oh Du fliegst Mann. erstmal eine Runde. Hä? Hä? Warum kann Jetzt ich? geht's. Geht Also nicht ich kann's mehr. nicht. Jetzt. Komm, weil ich noch Polizei hatte. Ja, hier vorne E drücken dann. Ach, E. E? Ey. Ach da, E. Jetzt hat er's. Ah, oh, Gott. Ich komm mal zu euch.
Du hast noch eine Sekunde Zeit. Und ich will fair nicht mitfahren. Auf geht's, einmal Achterbahn. Hände hoch. Schreien ein Headset, um RP zu verdienen. Na, herzlichen Glückwunsch. Uhu. Na, das werde ich jetzt definitiv nicht machen. Kinokamera. Juhu, Leute, da seht ihr es mal wieder. Achterbahn in GTA 5, da unten war der Dark. Was? Hm? Der hat ein Auto geklaut, der kommt sofort. Sieht aber auch sehr schön aus mit der Beleuchtung hier. Okay, ja. Da komme ich schon mal nicht hoch. Ich schwupp, fliegen wir so raus. Vom Wasser rein. Ein auf, das war's schon? Final Destination. Ja. Wow. Hast du erwartet? Hm. Hier auch so eine Greifer? Was denn für Greifer? Die Automaten? Ach, meinst du das, wo man Tiere rausfischen kann? Ja, genau. Glaube ich nicht. Und wenn, sind sie nicht nutzbar? Was steht da? Mal hier. Was steht mal da? Hier. Was steht da? Schwimmboards. Hier ist ein Spielautomat. Wo? Kann man aber nicht nutzen. Ah, schade. Ich steig mal in die lustige Gondel ein. Bezahle mal locker mal 10 Euro und steig jetzt mal ein. Aua! Wer schießt denn da schon wieder auf mich? Das kann eigentlich nur Stupi sein. Ich schieß nie. Nein. Ach, mit F. Hier ist es mit F. F ist aussteigen. Nö, hier muss ich gerade mit F einsteigen. Bundle ist voll. Geht nicht. So viel mehr Plätze. Es geht los. Yeah. Das Auto ist etwas mitgenommen hier. Supi schießt mit Leuchtkugeln. Na mindestens, Leute. Aber was ganz was anderes, hat einer von euch schon mal eine Achterbahn gefahren? Ja. Nein. Auf jeden Fall. Vorne kommen die Cops. Ich hab's gewusst. War ja zum Glück nicht mein persönliches Auto. Was? Beenden? Ach, dann geht's ja noch. Kommt man hier wieder raus? Das Fahrgeschäft wird bei der nächsten Umdrehung beendet. Ah, okay. Super. Kann ich rausspringen? Nein, ich glaube nicht. Ich sehe euch, ich sehe dich. Snoopy, sniper uns mal. Ach nee, wir sind im Passivmodus. Du bist im Passivmodus. Du auch, wegen der Fahrt hier. Echt? Ja, das war bei uns in der Achterbahn auch schon so. Wow. Da war eine Rakete. Ja, Snoopy versucht gerade mich abzuschießen. Ich krieg das genau mit. Guck mal von der äußeren Perspektive. Jetzt sehen wir sogar die Namen. Was ist denn das? Mal wieder? V. Also euch treffen kann ich schon mal nicht. Aber es war auf jeden Fall schon nah. Also direkt bei uns. Nee, glaub, das wird nichts. Schade, schade. Ich mag Riesenräder nicht, habe ich euch das schon erzählt? Was magst du nicht? Riesenräder. Ich habe eine panische Angst vor Höhen. Oh. Kann ich überhaupt nicht ab. Naja, kriegt man mich auch in Riesenrädern überhaupt nicht rein. In Achterbahn ist mir was anderes. Seltsamerweise. Da geht's aber auch erstmal nach oben. Ja, ich weiß. Und das auch nicht gerade, niedrig. Ich höre schon mit der Polizei. Wer hat schon wieder was angestellt, Leute? Können ja nur die beiden gewesen sein. Ich weiß von den beiden. Ich auch nicht. Bin ausnahmsweise unschuldig. Die wollen, glaube ich, zu Snoopy. Weiß auch nicht, was die von mir wollen. Kann man wieder nicht erklären. So, Helikopter ist ausgeschaltet. Ah, ja.
Ich habe mir überlegt, ich verbringe den Tag in GTA heute in der Ego-Perspektive. Herzlichen Glückwunsch. Juhu. Und das sieht keiner. Ich weiß. Noch nicht. Gott, ich sehe aus wie, weiß ich nicht, wie so eine... Weiß ich nicht. Ich kann das kann man nicht auch sagen. Aus meiner hässlichen Perspektive gucken. Was wahrscheinlich auch keiner sehen will, weil ich fahre wie sonst was. Kann mir mal einer von euch beiden sagen, warum meine Karre am A der Welt ist? Nein. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil du sie da geparkt hast. Nein. Geh auch mal von aus. Also ich bin hier mit dem Jetski zugange. Ich auch. Aber nicht mehr lange, weil ich mir jetzt Speedboot klaue. Ich muss mal wieder ein paar Schellen verteilen. Okay. Ah ja. Okay. Weißt du, dass das unfair ist, wo du gerade gespawnt bist? Geht alles sein. Es ist interessant. Dingen zu. Ich klaue ein Boot und hab direkt wieder Sterne. Ich hab doch nur ein Boot geklaut. Ach, du hast Polizei im Hals, ne? Ja, genauso wie du. Hat doch mich von oben abgeschossen. Das sind sie wieder, meine lieben Zuschauer. Das sind sie. Diese feigen, kleinen Camper, die irgendwo oben rumstehen und darauf hoffen, dass sie erschossen werden. Na, diesmal hab ich's gesehen, du. Mit Feige hat das im Prinzip ja nichts zu tun. Ich meine, du knallst mich auf den Jetski ab. Ja, da hinten mit einer Schrotze rumhängt. Oh, ich habe $2000 bekommen. So, hier bleib ich jetzt drin. Wegen guter Führung. Willst du mich eigentlich verhonepiepeln? Warum steht meine Karre da unten? Ja, fahr die da doch weg. Ach ja. Haben wir es wieder soweit? Musst du mich wieder 380 Millionen Mal pulverisieren? Nein, das ist Quatsch. Wo ist Lucky denn? Da hinten. Super! Ach ja. Ah, super. Runter mit dir! Oh, was? Warum habe ich gerade das dumpfe Gefühl, dass Snoopy gleich so eine... So, ne? So eine Plastikbombe hier dran gesetzt hat? Nein. Nein? Habe ich nicht. Kein Selbstmörder? Nein, ich habe leider keinen Sprengstoff. Bist noch da, Lockvier? Der ist wieder vollkommen konzentriert. Was macht der denn da? Der auf Tauchstation. Ach so. Kann man hier eigentlich noch U-Boote finden? Ja, ne? Ich glaube wohl. Auf welchem Level spawnen die denn? Ah.
Also Lord Pierre sollte schon reden. Mindestens. Sonst wäre es ein sehr eintöniges Let's Play. Ach so, ups, mein Dings war gemutet. Ey, das war gerade Nahkampf. Okay. Aua. Könntest du bitte aufhören? Ich hätte eigentlich eine Mission vorgehabt. Nein, Rache. Okay, dann starte man. Nachdem man mich erstmal wieder halbwegs über den Haufen geschossen hat. Oi. Hoppala. Zum allerersten Mal in diesem Let's Play und zum letzten Mal werdet ihr jetzt mitbekommen, dass ich einen Passivmodus angemacht habe. Oh, das ist ja öde. Warte doch mal. Einfach so. Starten, du brauchst ja nicht rumrennen. Passivmodus raus. Das ist Kindergarten. So, dann habe ich meine Mission gestartet. Aua. So war das nicht geplant. Schossen, wir wollen ja keine Leute. Ich hab eine Einladung bekommen. Super. Ich hab leider keine Munition mehr für die Karabiner. Schade. Panzerung gekauft. Beiden anderen fehlen noch. Da. Nicht. Ja, ah, okay, ich weiß, wer es war. So, ich bin soweit. Ich auch. Zero? Ja, kann losgehen. Damit du auch mal auf Level 12 kommst. Sasu-Line. Was ist ein Snoopy-Line? Ab 12 fangen die Heist-Missionen an. Ja. Keine persönlichen Fahrzeuge hier. Meins. Wie sich alle mal in das Auto tummeln. Autsch. Okay. Okay, für Sand ist das auf jeden Fall nix. Hör auf zu schießen. Ja, ich rufe mal Mechaniker an. Entschuldigung. So, ist er unterwegs. Wir können das hier von mir aus warten, Lok 4. Das Uncoole ist, Sasus Zuschauer sehen meinen Fahrstil. Bei mir geht er nicht mal rein. Ran, rein. Bitte, was war das denn gerade? Wie hat er mich genannt? Ich würde da vorschlagen, wir warten Straße, vor, oder? Ne? Würde ich auch vorschlagen. Wir sollten uns mal ein Vierer-Auto kaufen. Das kann ich ja nicht. Ich will nicht schon wieder Geld für Kuruma ausgeben. Kann mal jemand von euch übernehmen? Ich hab kein Geld mehr. Ich hab nur noch 70.000. Oh, der Sasu ist schon da, das ist schön. Wegmarkierung ist jetzt auch weg. Ja, wir können ja. Letzten Tornen überhaupt drüber? Oh ja, gerade so. Man gerade. Was hast du jetzt gemacht? Der Typ hat dich gesehen, so. Komm hier aussteigen. Hier, warte, bleib hier stehen. Hier können wir durch. Könnt doch von da oben snipen. Kenn ich nämlich schon. Dass der mich nicht sieht, ey. So ein Blindfisch hier.
Warum ist Snoopy denn gestorben? Oben auf dem Dach. Ach, so. Oben warst du, okay. Ja. Ich hab keine Snacks dabei, Mist. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Wir sammeln jetzt Koks ein. Kann ich machen, wenn ich schon dabei bin. Eingesammelt? Ach, hier lag das. Ich dachte, ich hätte das eingesammelt. Oh nö. Egal, sind nur 400 Meter. Hast du auch einen Plan? Ja, bist auf einmal explodiert. Ich hab auch einen. Halt noch puff. Ich wollte den armen Fahrer doch nicht töten. Was macht ihr denn da? LKW rennen. Oder LKW gegen LKW. Weg mit dem LKW! Boah. So, die Müllabfuhr braucht hier nicht mehr herkommen. Yay! Und yay, wieder eine Mission bestanden. Läuft! Hast du auf die Zeit geguckt, Sasu? Mhm. Gut. Alles im Griff. Jetzt hat eigentlich einer rausgefunden, was diese JP bringen. Nichts. Wofür sind die dann? Ja, für nix. Unnötig. Korrekt. Genau. So. Jetzt sind wir alle Level 12. Auch juhu. Sasu hat's geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Yay. Wie fühlen Sie sich? So wie immer. Motivation ist heute grenzenlos. Ja, mindestens. Yep. Was erwartest du? Ich komme jetzt mit Bumblebee vorgefahren. Explodiert. Ich habe den Zaun gesprengt, weil ich zu meinem Auto will. Kann man rüberklettern? Da kann man nicht rüberklettern. So, was machen wir jetzt denn als nächstes? Warten, bis da so bei Lester war. Denke ich mal, oder? Gute Frage, nächste Frage. Da ich keine Wohnung habe, wird er mich nicht anrufen. Ich bin immer noch obdachlos und penne in meinem Auto. Dann muss ja einer von uns jetzt mal eine Heist hosten. Das, ja. Also, das sind dann wahrscheinlich Lock 4 und ich, weil wir die Einzigen mit Haus sind. Aber zuerst würde ich erstmal sagen, für diese Folge war es das erste Mal. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge und tschüss. Bis dann, ciao. Tschüss. Tschüss.